Alles hat einen Anfang und natürlich auch ein Ende. Im Leben ist es ebenfalls so. Mit einem unerwarteten Ende kann man allerdings nicht so gut umgehen, als wenn es vorhersehbar ist und man sich darauf einstellen kann. Danke für den Rat. Werde ich mir merken. Echt. Kane. Wie sieht's mit dem Juice aus? Nun, es sieht so aus, als hätte jemand die Ladung vom Schmugglerschiff geklaut, bevor es auf Barakus gelandet ist. Der Typ, der das Ding gedreht hat, heißt möglicherweise Barry Adama. Gut. Matthias geht mir hier oben langsam gehörig auf die Nerven. Also mach hin, dass wir von hier verschwinden können. Zu Befehl, Herr General. Ihr wundert euch bestimmt, warum wir uns jetzt an dieser Stelle befinden, in der Nähe des Händlers unseres Vertrauens und was dieser seltsame Einspieler zu Beginn dieses Parts eigentlich darstellen sollte. Das kann ich euch natürlich genauer erklären, bevor wir uns auf die Suche nach Barry Adama begeben, denn ich hatte es mal wieder verpasst abzuspeichern nach der letzten Aufnahme des Parts 13 und mein letzter Speicherpunkt begann dort, als wir von den Boryokuden verjagt wurden. Verpiss dich! Aber... Ich sagte, verpiss dich! Ist ja schon gut. Und dann bin ich versehentlicherweise in den 6. Stock gefahren, denn in meiner Erinnerung wurde schon wieder verdrängt, dass Paul Erickson ja im 2. Stockwerk lebt, und bin dann im Treppenhaus auf diese eigensinnige Person getroffen. Das muss wieder einmal ein totaler Zufallsbefund gewesen sein. Zufallsbefunde sind ein regelmäßiges Aufkommen innerhalb von Gemimiry, denn selbst der Nachbar, der da an der Tür rumgefriemelt hat, auch im letzten Part, bevor wir Paul Erickson aus seinem Juice-Entzug gerettet haben, war ein reiner Zufallsbefund, denn ich habe ihn in der wiederholten Szenerie eben nicht angetroffen. Und meine Hoffnung besteht darin, dass uns noch mehr derartige Easter Eggs innerhalb dieses Spiels begegnen. Mittlerweile habe ich auch in Erfahrung bringen können, worauf sich diese Easter Eggs bzw. diese ominösen Personen, auf die man zufallsbedingt regelmäßig trifft, ja eben beziehen. Denn der Entwickler von Gemini-Rü, Joshua Nürnberger, hat sich ganz offensichtlich an Cowboy Bebop, dem Anime-Klassiker aus dem Jahre 98, so glaube ich, orientiert und inspirieren lassen. Woher ich das weiß, denn ich habe in den letzten Tagen durch Zufall mal einen Screenshot entdeckt, auf dem der Hauptprotagonist von Cowboy Bebop zu sichten ist. Und ich war mir bis dato nicht sicher, ob das ja eine Art von Fanart ist oder ein wirklich existierender Bestandteil von Gemini-Rü. Indessen ist mir klar, dass diese Easter Eggs ein fundamentaler Bestandteil von Gemini-Rü sind. Und um euch einen kurzen Einblick in besagten Anime zu geben, präsentiere ich euch ja dieses kleine Intro. Ich hatte einen wunderschönen Traum. Meine gute alte IMI Jericho 941. Besser als die nutzlosen Revolver, die bei den Bullen Standard sind. Ich habe noch 16 Schuss. Im Umkehrschluss bedeutet das nun, dass wir einfach mal Ruhe bewahren und schauen, wie sich Ezreals Charakter weiterentwickelt und ob Spike Spiegels Ansichten zum Leben, zur Realität und Traum und Illusion auch eine Rolle für Ezreals Weiterentwicklung und Voranschreitens spielen. Aber nun begeben wir uns endlich auf die Suche nach Barry Adama, unserer neuen Zielperson. Auf geht's, würde ich sagen. Wie geht's denn so? Hey, guter alter Freund, sagt dir der Name Barry Adama vielleicht etwas? Ich suche einen Barry Adama. Und bevor Sie fragen, ja, übers Terminal habe ich schon versucht. Haben Sie also? Keine Übereinstimmung. Gar nichts. Genau der. Vielleicht sollten Sie die einschlägigen Treffpunkte hier am Ort aufsuchen. Irgendjemand dort könnte wissen, wo er wohnt. Einschlägige Treffpunkte. Und die wären... Ich glaube, das ist alles. Danke. Vielleicht diese Hintertür? Wir können es ja nochmal probieren. Wer ist da? Irgendjemand zu Hause?
Bist du wegen der Medikamente hier? Nicht mehr. Nein, bin ich nicht. Nein, bin ich nicht. Dann verpiss dich. Dieser Umgangston ist so hart in dieser kalten, dunklen Welt, aber eben auch unheimlich passend. Leider wissen wir nicht, wo er wohnt innerhalb von Pittsburgh. Und naja, unsere Füße sind wahrscheinlich schon total wund gelaufen. Und mittlerweile müsste ich in den Genuss vom Blasenpflaster kommen. Aber wir brauchen Informationen. Und ich glaube, wir brauchen auch gar nicht Kane anrufen, denn der wird uns dahingehend nichts liefern können. Ach nein, wartet mal, ich will wieder zurück. Denn ich glaube, dass vielleicht die Boryokuden uns mit Informationen füttern könnten. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, sich noch einmal auf diese einzulassen oder sich noch mal bei diesen Blicken zu lassen. Give me your gun and you can go inside. Oh, ein kleiner Bug. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt angeklopft habe. Das sind auch die Nachwirkungen der Hitze. Die erste Tür links und machen Sie keine Umwege. Die Frage ist auch, wohin? Dir scheint's hier ja richtig zu gefallen, was? Ja, na klar, natürlich. Aber hier sollten wir anklopfen. Ich fühle mich hier total heimisch. Ist ja schon gut, komm rein. Er ist sauber. Schon wieder hier? Was willst du? Schon wieder hier, was soll das heißen? Jetzt wäre ich in der letzten Stunde 5-mal bei dir aufgeschlagen. Ich habe herausgefunden, wer die Juice-Ladung an sich gebracht hat. Ein gewisser Barry Adama. Vielleicht könnt ihr uns weiterhelfen. Kennst du einen Barry Adama? Nein, da klingelt nichts. Naja, ist auch nicht so wichtig. Na toll. Ich komm mal wieder vorbei. Ein unnötiges Unterfangen meinerseits. Hier haben Sie Ihre Waffe zurück. Dann hilft nur noch der Weg über dem... Achso, wir brauchen es gar nicht über den Terminal probieren. Das werde ich jetzt auch gar nicht tun, oder sollten wir doch? Ezreal hatte diese Informationen eigentlich uns vorweggenommen. Distrikt 3. Verfolgung wird aufgenommen. Identifikation akzeptiert. Das heißt für mich, dass Barry Adama gar nicht registriert ist, jedenfalls nicht auf Barrackis. Keine Einträge. Merkwürdig. Er ist kein Bewohner von Pittsburgh bzw. Barrackis. Gibt's neue Nachrichten? Nein. Okay. Tja, dann sollten wir uns nochmal in unserem altbekannten Hibiskus-Hochhaus umsehen. Diesen Ort könnte ich mittlerweile als heimisch betrachten. Ob uns das Glück bringen wird, das sei zu bezweifeln. Kennst du einen Barry Adama? Adama? Ja, der wohnt hier. Warum? Ach was. Ich soll ihn in seinem Apartment treffen, aber ich habe die Nummer nicht parat. Das wäre Apartment 4A. 4A, danke. Damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Na dann, auf ins vierte Geschoss. Einfacher als gedacht, zu meinem Glück. Barry Adama, wer auch immer du sein solltest hier. War das 4A, hatte er gesagt, nicht wahr? Ich hab schon wieder vergessen. Verschlossen, wie zu erwarten war. Irgendjemand zu Hause? Offensichtlich bringt's das nicht. Ja, offensichtlich meldet sich niemand. Unser Spezialdietrich wird uns mal wieder beste Dienste leisten. Hab's. Na wunderbar, rein mit uns. Die Balkontür sollten wir vielleicht schließen, oder? Ich lasse das Sauwetter lieber draußen. Achso, sie ist schon geschlossen. Obwohl so ein frischer Regen, ein frischer, saurer Regen, könnte doch etwas wohltuend sein. Vielleicht ist es etwas stickig hier. Das Regal ist größtenteils leer. Bis auf ein paar alte Weltromane. Hast du denn keinen Bedarf, Ezreal? Hier ist nichts, das ich brauchen könnte. Schade.
Ein riesiger Bildschirm. Boah. Ganz schön alte Kiste. Alte Kiste, sagt er. Ich habe jetzt keine Zeit, fernzusehen. Schränke, Habseligkeiten, weltliche Güter. Genauso uninteressant wie das Regal, nicht wahr? Ich will die Bewohner nicht beklauen. Ja, das hatten wir auch nicht vor. Du solltest ja einfach nur diesen Schrank einmal durchsuchen. Ganz normale Küche. Nichts Besonderes. Ich wage gar nicht den Versuch, wieder in diese Küche reinzugehen. Da sind keine Bilder drin. Ach was, das ist wiederum seltsam. Wohnst du hier etwa inkognito? Hast du diese Wohnung nur... Es würde mich auch nicht wundern, wenn wir die Existenz von Barry Adama in Frage stellen. Nichts Persönliches, aber das hat natürlich auch einen Grund. Niemand soll Rückschlüsse auf diese Person ziehen können. Für wen arbeitest du, Barry Adama? Profil. Hier können wir mehr über dich herausfinden. Barry Adama, 48 Jahre alt. Verbindung getrennt. Keine Angabe zu seinem Beruf. Offensichtlich scheint er Pilot zu sein, oder? Okay, das wird interessant. 6 Einträge in seinem Journal. Diese werden uns auf jeden Fall weiterbringen. Das habe ich ganz tief im Gefühl. 12. Oktober. Habe dieses Apartment mit dem Geld, das Bibi mir gelassen hat, gemietet. Immerhin besser, als auf der Straße zu leben. Ich habe noch genug für etwa 2 Monate, vielleicht auch 3. Kaum zu glauben, dass ich vor fast einem Jahr in einer weißen Zelle lebte. Moment mal, handelt es sich etwa hierbei um den entflohenen Sträfling von Center 7? Weiße Zelle. 9. November. Ich verschwinde von Barrackis, sobald ich die Möglichkeit dazu habe. Immerhin habe ich eine Chance, mein Leben wieder auf die Reihe zu kriegen. Und die werde ich nicht ungenutzt lassen. 2. Dezember. Ich habe das Schiff unter falschen Namen gemietet, bei einem gewissen Paul Erickson. Heute Abend fliege ich zur Station hoch und warte, bis der Transport durchkommt. 3 Tage später. Ich habe den Austausch vorgenommen, habe das Zeug sicher versteckt. Ich rufe die Polizei an, die werden sich darum kümmern. 12. Dezember. Ich fasse es nicht, dass ich die Zugangskarte verloren habe. Ich warte immer noch darauf, dass der Commissioner sich rührt, aber wenigstens ist das Juice sicher vor dem Boreal-Kuden versteckt. Ich muss diese Karte finden, bevor das jemand anderes tut. Andernfalls bin ich verloren und sitze hier auf ewig fest. Wer will das schon? 2 Tage später. Ich habe einen Mann namens Azrael getroffen. Er ist derjenige, der die Boreal-Kuden aufs Korn nimmt. Ich werde ihn wahrscheinlich begleiten, aber ich muss erst diese Sache hier zu Ende führen. Der Commissioner hat sich endlich gemeldet. Er sagt, sie können nichts unternehmen. Die Polizei auf diesem Planeten ist einfach nur nutzlos. Ich gehe zurück zum Wetterturm 2 und vernichte das Zeug ein für alle Mal. Warte. Wie heißt du? Sayuri. Sayuri. Kane? Ja? Ich glaube, ich weiß jetzt, wo das Juice ist. Womöglich habe ich die Koordinaten von Center 7 früher, als ich gehofft hatte. Falls ich recht habe, melde ich mich in einer Stunde bei dir. Könnte eine blutige Angelegenheit werden. Ich hoffe nicht. Over und Ende. Wetterturm 02. Center 7. Nach dem Krieg im Jahre 2220 als Rehabilitierungszentrum für Kriegsgefangene, Staatskriminelle und Boreal-Kuden der Organisationsebene gegründet. Momentane Insassen, Grad B bis F. Kriminelle, Kriegsgefangene, die offiziell als vermisst gelten, Wohnsitzlose und Straßenkinder. Derzeitige Finanzierung. Regierungszahlungen wurden aufgrund mangelnder Erfolge des ursprünglichen Programms eingestellt. Alternative Geldquellen konnten durch die Erwerbung von Drittmitteln gefunden werden. Die Identität der Geldgeber bleibt aufgrund vertraglicher Bestimmungen jedoch anonym. Derzeitiger Direktor unbekannt. Verfahrensweise von Center 7. Phase 1. Löschung des Gedächtnisses und der kognitiven Fähigkeiten inklusive der Instinkte und grundlegenden Denkprozesse und Begierden der Probanden. Phase 2.
Ausbildung des Probanden in kontrollierter Umgebung und Neuausrichtung der instinktiven, logischen, intellektuellen und sozialen Fähigkeiten. Dies kann eine bis mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Phase 3. Jegliche dezidierten Fähigkeiten und Instinkte, die für den Gefangenen zukünftig zugedachten Rolle vonnöten sind, werden in speziellen und isolierten Einrichtungen erlernt. Phase 4. Nachdem alle grundlegenden Instinkte im Probanden neu angelegt wurden, wird dieser schließlich einer Identitäts-OP unterzogen, wobei er neben einem neuen Gesicht auch einen neuen Namen etc. kurz eine neue Identität erhält. Phase 5. Eine letzte Gedächtnislöschung wird durchgeführt, wobei darauf zu achten ist, dass die neu erlernten Fähigkeiten des Probanden nicht beschädigt werden, damit diese aktiviert werden können, sobald er sich an seinem Einsatzort befindet. Der Proband wird sich ohne den Schatten eines Zweifels für die Person halten, als die er neu programmiert wurde, und nicht ahnen, dass ein Identitätsaustausch stattgefunden hat. Willkommen, Charlie, Delta 6. Delta 6, wach auf! Herr Direktor. Hier spricht der Direktor. Das habe ich mir gedacht. Oh. Es gab eine leichte Fehlfunktion am Belüftungssystem und wir dachten, du könntest da behilflich sein. Aber wie spät ist das? Bitte nimm den Aufzug zum Wartungslevel 1. Oh. Benutze diese Karte, um Zugang zu bekommen. Herr Direktor, wie spät ist es? Diese Karte öffnet die Wartungstür auf Level 1. Alles klar. Vielleicht sollten wir uns etwas frisch machen. Wir werden höchstwahrscheinlich auf Giselle treffen, nehme ich an. Wartungslevel 1, oh. Reparaturarbeiten mitten in der Nacht. Aber warum wir? Alles scheint abgedunkelt. Kein Wunder. Ist das ein Test? Warum ist der Direktor daran interessiert, dass wir diesen Belüftungsschacht wieder in Gang setzen? Das werden wir gleich in Erfahrung bringen. Ich habe etwas Sorge, muss ich zugeben, in eine erneute Kampfsituation zu kommen, in einen erneuten Schussaustausch, weil die letzte Erfahrung so lange herliegt. Ich hoffe, das bleibt uns erstmal noch eine Weile erspart, denn ich muss noch ein wenig üben. Das ist die Tür, oder? Zum Wartungsbereich? Ja, wir sind richtig. Offensichtlich sind einige Rohre gebrochen und das Belüftungssystem ist beschädigt worden. Du musst das System herunterfahren und die Schäden beseitigen, sonst werden eine Menge Leute ersticken. Drücke den Reset-Knopf auf der Konsole, wenn du fertig bist. Du musst schnell und akkurat arbeiten. Aber das kann doch nicht dein Ernst sein, Herr Direktor, denn um Gottes Willen. Und kann ich mich durch diese Druckluft einfach hindurchbewegen? Nein? Okay, wir müssen das Rad betätigen. Das könnte uns sonst zu gefährlich werden. Ich muss näher ran. Ja, Charlie. Unsere Augen sind etwas schlecht. Charlie ist höchstwahrscheinlich kurzsichtig. Du musst nur alle Luftdurchlässe 1 bis 10 aktivieren und anschließend den Strom wieder anschalten. Ach. Sie sind aktiv, wenn Sie auf grün umschalten. Das habe ich mir schon gedacht. Und eines meiner Lieblingstätigkeiten werden wieder zutage gefördert. Juhu! Okay, wir werden es einfach probieren. Alle Schaltsysteme müssen auf grün umgeschaltet werden. 1 bis 10 muss aktiviert werden. Wir probieren unser Bestes. Das könnte jetzt eine Weile dauern, nehme ich an.
Beginnen wir ganz klar von vorn. Ausgangssituation ist eröffnet. Wenn ich die 10 aktiviere, müsste die 7 automatisch aktiviert werden. Vielleicht auch die 8 und die 4. Wartet mal. Nur die 7. Wenn ich die 1 aktiviere, müssten Schacht 2 und Schacht 4 aktiviert werden. Ja. Okay, ich muss überlegen. Yes! Ja, ja, ja! Und jetzt Power. Wir haben den Belüftungsschacht gesichert. Er ist auf unserer Seite. Und das Glück wurde mir endlich mal hold und so schwer war es auch gar nicht. Und ich muss zugeben, es hat mir doch etwas Spaß bereitet. In Ordnung. Das Lüftungssystem funktioniert wieder. Bist du stolz auf mich, Herr Direktor? Jetzt müssen die Rohre ersetzt werden. Ich bin wahnsinnig stolz. Rohre? Ich öffne einfach mal den Werkzeugschrank. Was siehst du darin, Charlie? Ein paar Werkzeuge. Ach, die nehmen wir einfach mal an uns. Ein Schraubschlüssel. Und 2 Ersatzrohre. Alles klar. Entschuldige bitte, Delta 6, aber wir haben leider nichts Größeres als M24er-Rohre im Ersatzteillager. Reparier einfach nur die anderen Rohre und schalte das Lüftungssystem wieder ein. Oh Gott. Vergiss nicht, die neuen Rohre mit dem Überdruckventil zu testen. Aha. Aber so... Hier, diese beiden sind beschädigt offensichtlich. Erstmal wieder die Tür schließen. Ich sollte die kaputten Rohre mit diesen hier ersetzen. Na dann, ich muss näher ran. Denn wir sind kurzsichtig. Und aus der Ferne können wir nichts erkennen. Alles klar. Ich muss erst das alte Rohr ausbauen. Das bedeutet, her mit dir, Schraubenschlüssel. Tu dein Bestes. Hab's abgeschraubt. Ach so. Entnehme das alte Rohr. Und führe das neue ein. Vergewissere dich, dass der Dampf ordentlich abzieht, nachdem du beide Rohre ersetzt hast. Ich bin ja noch nicht so weit. Setz mich ja nicht unter Druck. Das alte Rohr wurde abgeschraubt. Achso, wir müssen das alte Rohr entnehmen natürlich. So, und rein mit dir. Und das mitten in der Nacht. Ich bin eigentlich etwas übermüdet. Okay, na dann. Der Dampf hat das Rohr gelockert. Verdammt. Tja, ich hätte die mal festschrauben sollen. Man merkt, ich bin handwerklich nicht so sehr begabt. Rein mit dir und festgeschraubt. Düt. Also, falls ihr mal sanitäre Probleme habt oder so, braucht ihr mich gar nicht anrufen. Hat eh keinen Zweck. Ihr seht ja, was dann passiert. Ich sollte den Dampf wieder anstellen, um sicherzugehen, dass das Rohr dicht ist. Ja, ich habe gedacht, es würde alles automatisiert ablaufen. In Ordnung. Die Rohre sind ersetzt. Ausgesprochen gute Arbeit, Delta 6. Charlie, bitte. Danke, Herr Direktor. Bitte mach die Tür zu, wenn du gehst. Und schalte das Hauptkühlsystem wieder ein. Da sollte ein großer roter Knopf auf der Konsole da drüben sein. Wir sprechen uns morgen früh. Oh, ja, das mitten in der Nacht. Morgen früh werde ich nicht ansprechbar sein, denn ich bin wahrscheinlich total übermüdet. Wo ist denn jetzt dieser rote Knopf? Komm her, Charlie. Roter Knopf. Haben wir alles getätigt? Balder. Charlie. Was machst du um diese Zeit hier? Was willst du? Weißt du, das ist ein schöner Name. Das... Ich hätte auch gerne einen so schönen Namen. Hab aber keinen so schönen abgekriegt.
Mir haben sie Balder verpasst. Die können mich nicht leiden, Charlie. Keiner redet mehr mit mir. Sie behandeln mich, als sei ich ein Freak. Ich hätte ihr niemals was getan, ehrlich. Du hast nicht den geringsten Schimmer, wovon ich rede, oder? Du hast alles für mich versaut. Ich war hier jemand, bevor du aufgetaucht bist. Aber jetzt bin ich am Zug. Du wirst für das bezahlen, was du mir angetan hast. Zeit, ins Gras zu beißen, Charlie.